Und da sind wir wieder zu Let's Play The Legend of Zelda, The Wind Waker. Yay! Wir stehen wieder in Hyrule. Wir haben alle Herzteile gesammelt, wir haben alles gemacht, was es sonst noch so zu machen gibt im Spiel. Außer die Nintendo-Galerie zu komplettieren, aber da kommen wir noch zu. Und ja, ne, dann würde ich sagen... Warte, hat sich die Statue nicht das letzte Mal nach vorne geschoben, als wir gegangen sind? Jetzt ist sie wieder offen. Hm. Gucken wir doch mal, ob Zelda noch hier drin ist oder ob sie inzwischen entführt wurde von Ganon. Sieht irgendwie stark danach aus. Und, ne, da steht sie noch. Ha. Huh. Wahrscheinlich hat sie selber beiseite geschoben oder sowas. Hua! Wunderschöner Sprung. In die Cutscene. Geht schneller als außen rumzulaufen. Selber. So happy. Ha. Huh. Das sah jetzt irgendwie nach einer Szene aus, wo sie sich umdrehen würde und dann irgendeine merkwürdige Fratze im Gesicht hätte. Nee, tja, ich würde sagen, Zelda ist doch irgendwie nicht mehr da. Du törichter Junge! Dachtest du, im Schloss wäre sie sicher? Irgendwie schon. Also ich nicht, aber der König dachte sich ja. Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Oh mein Gott. Zelda nehme von nun an jedenfalls ich in meine Obhut. Boah, was ein Satzbau. Sehr wahr. Und du sollst hier deine letzte Ruhestätte finden. Will uns jetzt schon wieder irgendwelche Wächter hier entgegenstecken? Feuer! Haben wir ja nicht schon mal gegen irgendwelche Wächter gekämpft. Oh mein Gott, die Super Nimbus Garden. Ja, es sind schwarze Ritter. Mit Capes auf dem Rücken und einem Hahnenkamm auf dem Schädel. Ja, extra Centurio-Helm und so. Leider habe ich unten mal wieder keine Karte und kann mit Tingle mal wieder nichts tun. Kabam! Aber wir sind ja schon gewöhnt, gegen diese Kollegen hier zu kämpfen. Also, ne? Bam-bam! Doppelter Treffer. Ja, du hast aber nur den Cape erstmal zerfetzt. Ja. Es ist ihm selbst noch gar nichts getan. Da kommt schon. Bam! Helmspalter! Und schon ist er befreit von seinen ganzen Klammern. Bam! Ich frage mich, ob du sie mit Eispfeilen einfrieren kannst, wenn sie einmal ihre Rüstung verloren haben. Haben wir das mal versucht? Ja. Das geht nicht, ne? Das geht schon, aber die befreien sich da so schnell raus, dass sich das nicht lohnt. Da war irgendwas. Hier haben wir immer noch einen Teil ihres Capes. Ich glaube, doch kannst du schon. Okay. Nee. Wem hatte ich da mit der einen Spezialattacke auch schon das Cape abgenommen? So. Ich musste nur mal einen ordentlichen Winkel finden. Einer erledigt. Und BAM! Hast du das schon? Ne, er lebt noch. Wir haben schon mal festgestellt, wie verdammt viele AP die Kollegen haben. Ja, ich dachte aber, der hätte gerade eben schon mehr Schaden genommen. Aber schon mal nicht. Mein Gott. So, letzter Schlag. Bam, bam, bam! Jetzt stehe ich mitten im Feuer. Das war nicht so schwierig. Nee. Es waren halt nur zwei. Ja. Wenn es jetzt fünf gewesen wären. Achso. Hat nur eine Weile gedauert. Ich dachte gerade, wollte das jetzt nicht mal aufhören zu brennen? Das ist ja nett mit dem Herz da oben drauf. Ja. Ach, dann halt nicht. Wenn es nicht genommen werden will, bitte, soll es halt verrotten. Ja. Yay! Yeah! Yeah, Ritterwappen, die wir nicht brauchen. Rubin nicht gekriegt. Oh mein Gott. So, Ganon! Wir komm kommen! Her. Warum haben wir das Schwert nochmal wieder aufgeladen? Wir haben einfach ein Schwert von den komischen Nimbus-Garden hier. Ja. Was wir damit überhaupt diesen Gang hier hochpassen? Ja. Oh, ey! Oh. Lang, du Vollidiot! Hol gefälligst das Schwert wieder. Bzing. So, und jetzt kommen wir hier unten durch. Ja, als wir das letzte Mal hier waren, war hier ein Schild, durch den wir nicht durch konnten, beim besten Willen nicht. Ja, ich in der schwarz-weiß Welt. Aber jetzt sind wir hier in der farbigen Welt und da ist der Schild und... Ja! Wir können mit unserem aufgeladenen Master-Schwert Wir haben in der Luft rumgefuchtelt und... In der Luft rumfuchteln ist immer die Lösung. Scheinbar. Aha. Oh je, wir zerstören scheinbar gerade den Schlürwall um das Schloss. Ob das eine gute Idee war? Ich weiß nicht, klingt gefährlich. Ja. Das, müsst ihr jetzt nicht eigentlich das Wasser drauf einstürzen? Hm. Zelda-Logik. Hm. Lalalala. Naja, dann nicht. Gehen wir mal weiter so, den Gang. Schön hier. Oh mein Gott, die schwersten Gegner im Spiel! Was ich jetzt noch richtig witzig gefunden hätte, wäre, wenn das Gebiet hier jetzt dem Gebiet aus Ocarina of Time nachempfunden worden wäre, aber es ist leider nicht. Ja, zumindest nicht ganz. Ein bisschen, aber nur sehr, ja, sehr, als, sehr ansätzlich, ja, ne? Sehr ansätzlich. Yay, Rubin! Ja, dann auf geht's. Zum letzten Bosskampf mitten in Hyrule. Sieht auf jeden Fall alles noch sehr nett aus hier. Und wie auch immer hier überhaupt noch irgendwelche Schleimgegner leben können. Ehrlich mal, wir haben die hier überlebt. Ja, wahrscheinlich waren sie eingefroren. Oder so. Keine Ahnung.
Mein Gott, er hat einen Kristall fallen lassen. Nämlich sind Rubine und Magie drin. Yay, Magie. Das rote Schleimgelee! Oh mein Gott, das wäre... Wir haben rotes Schleim... Oh! Ah, ja, ne? Sprungangriff! Auch das haben wir schon häufiger mal gemerkt. Nimm mal bitte kurz... Ist er tot? Ja. Versuch mal nur einen Sprungangriff auf den Kerl da vorne zu machen. Fast. Bam! Jetzt hol mal eine Bombe raus. Er hat das Bombe scheint ihn nicht so gestört zu haben. Hol nochmal eine Bombe. Zu spät. Jetzt hat er wieder seine Waffe. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Eigentlich müsste er auf die Bombe reagieren. Hm. Wobei, er hat ja auf die Bombe geschlagen. Wahrscheinlich war das seine Reaktion. Hm. Schwer zu sagen, ich glaube, der hat einfach nur geschlagen, weil er beim Aufstehen immer schlägt, wenn er seine Waffe verloren hat. Wer weiß, vielleicht finden wir noch ein paar von denen. Ich wollte nämlich noch was ausprobiert haben mit den. Ich glaube, von den Moblins gibt es noch ein paar. Entwaffneten Moblins. Ich weiß nicht, ich glaube, da kommen keine mehr. Doch, doch, da kommen noch welche. Okay, da kommt auf jeden Fall noch eine Centurio-Garde hier. Nee, es ist keine Centurio-Garde. Nee, es ist kein Horn noch oben drauf. Ich habe leider keine Karte, ich kann dir nicht den genauen Namen sagen. Ob die noch irgendwie anders gekennzeichnet sind. Man hat auf jeden Fall schon ausgeholt, aber du hast ihn aufgehalten, sehr schön. Die reagieren gar nicht darauf. Garden machen sich da überhaupt nichts. Voll Idiot. Machen sich da überhaupt nichts draus, wenn Bomben rauskommt. Oh, der Kung Fu Meister ist zurück. Ding. Oder hol ihn. Nee, vergiss es. Egal. So, gib uns ein Ritterwappen, Kollege. Yay. Wir sind ein wahrer Held. Juhu. Und haben ein wahres großes Schwert. Ja, das wir leider hier nicht weiternehmen können, weil wir uns da oben mit dem Enterhaken machen. Ich würde sagen, das sieht aus nach Enterhakengebiet. Da ist der Enterhaken. Den benutzt man so selten. Ja, ne? In dem Dungeon. Enterhaken ist echt praktisch überhaupt nicht für überhaupt nicht benutzt. Ja. Ja. Zumindest am wenigsten benutzt. Eigentlich auch traurig. Eigentlich sind Enterhaken mit das coolste Item im Zelda-Universum, aber. Ja, wir benutzen hier sehr, 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 sehr wenig. Oh mein Gott, eine schwarze Höhle. Was könnte hier drin sein? Schwärze? Ja. Genau das. Und Steine. Ich habe immer noch keine Karte hier drin. Und Untote. Autsch. Untote wo? Ich sehe keine Untoten. Ich meine, es waren Schädel, aber es kommt dasselbe hinaus. Außer, dass sich die Schädel nicht wehren. Ja, ne? Jetzt geht's los. Ganons Kastell, der letzte Dungeon des Spiels. Dun. Wir sind angekommen. Okay. Ganons Kastell birgt eine tolle, große Herausforderung für uns, die wir jetzt gleich sehen werden. Müssen wir dafür jetzt hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Da können wir vor diese Tür gehen und jetzt sehen wir... Sehen wir hier Bilder von den vier großen Bossen des Spiels, die wir schon erledigt haben. Tja, hier können wir uns leider nur an die Wand anpressen, da können wir noch nicht viel machen. Das heißt, allerdings, die Tür ist definitiv noch nicht offen. Allerdings sehen wir, dass hier um uns rum vier Türen sind. Und jede Tür wird von einem... Bockblind bewacht. Ja, das finde ich gut. Weil Ganon sich gedacht hat, Bockblind sind voll gute Wache. Ja. Sprungangriff! Bam! Jetzt holen wir eine Bombe raus. Also, was Bombe, Bombe, Bombe! Geh hin. Ja, genau das ist die Reaktion, die ich sehen wollte. Oh, mit der Bombe sogar getötet! Yay! Yeah. Sobald die Bockblinds eine Bombe sehen, fangen die an los zu rennen und panisch durch die Gegend zu hüpfen. Weil sie nicht von der Bombe gesprengt werden wollen. Ja, wollen wir jetzt mal erstmal durch diese Tür hier durchgehen. Eigentlich ist es egal, in welcher Reihenfolge wir durch die Türen durchgehen, aber die war da gerade so hübsch. Ja. Oh mein Gott, das sieht so aus, als müssen wir den Greifhaken benutzen. Ja, irgendwie schon, ne? Ich habe übrigens das schlimme Gefühl, dass ich tatsächlich mit Tingle nichts mehr in diesem Spiel machen kann, denn ich habe auch hier drin keine Karte. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass Ganons Kastell mir gar keine Möglichkeit bietet, irgendwas zu tun. Nächster. Könntest dich theoretisch auch oben an die Dinge, auf die Dinger draufhangeln. Du bist gefährlich. Könntest mit einem Eispfeil, glaube ich, die Dinger zum Erstarren bringen, wenn du wolltest. Könnte ich bestimmen. Wenn mich nicht alles täuscht. Hüpf, hüpf. Ah, aber jetzt wird's schwierig. Jetzt bist du zu schnell. Hup, ja, geht. Ja, sehr schön den Bumerang geworfen. Ja. Nein, das war's nicht ganz. Da oben ist doch irgendwas. Warte doch erstmal auf die Explosion. Ich warte doch auf die Explosion, drück dann, aber dann wackelt die Lava wieder. Irgendwas ist da oben aber, glaube ich, auch drauf auf dem Ding. Wir müssen hier, glaube ich, auch sogar drauf. Lang. Klemm, da, klemm, da, klemm, da. Brava, lang. Ja, da oben sind Schädel drauf, die wir theoretisch kaputt machen können. Da sind da, glaube ich, Herzen drin. Oder? Ach so, ja, auf jeden Fall solltest du erstmal diese Schädel da vorne abschießen. Ja. Pfeil und Bogen raus. Okay, sind noch normale Pfeile. Ich hab jetzt, bevor ich irgendwie da Eisbären drin oder so. Meins. Schade. Schade.
Bam! Nummer 2. Wo wir gerade eben so in unser Inventar geguckt haben, ist mir doch was eingefallen, das wir noch gar nicht gemacht haben. Nämlich haben wir unseren Laudatio-Schein zwar eingelöst, aber wir haben nicht unseren... Super-Laudatio einen. Wie heißt da noch gleich den Gutschein, den Sparschein da? Den Prämienschein, den haben wir nie eingelöst. Ja gut, der hätte uns ja auch nur Bomben und Pfeile vollgegeben, die wir irgendwie voll haben, bis auf eine Bombe. Ja. Lohnt sich halt eigentlich nicht die super VIP-Belohnung, aber na gut. Ja, so sieht es aus. Du wirst auch vollgehalten mit Herzen und mit Magie, wenn du den abgibst übrigens. Ja, gut. So. Oh, es ist alles schwarz-weiß. Wenn wir in diese Räume reingehen, wird das Spiel wieder in den Schwarz-Weiß-Modus gesetzt und wir kämpfen gegen die Bosse nochmal. Und die haben meine Items abgewählt. Frechheit. Ja, und wir verlieren alle Items, die wir zu dem Zeitpunkt im Spiel noch nicht hatten. Auch wenn ich nicht weiß, was wir mit, weiß nicht, Dekublatt und Enterhaken hier großartig machen können in dem Kampf. Diesen Boss hier haben wir schon mal gesehen. Das ist eine Weile her. Ja, eine ganze Weile. Wenn du das Deko-Blatt da hättest, könntest du es benutzen, oder sollst du? Ja. Gut, aber was sollte man da großartig mit machen? Mit dem Enterhaken könntest du wahrscheinlich sein Gesicht zu dir ziehen. Schwer zu sagen, ob man das könnte oder nicht. Kann man ja mit dem Greifhaken später auch. Ja, deswegen, mit dem Enterhaken könntest du es dann ja auch machen. Den solltest du ja da halt noch nicht haben. So, nächster Wurf. An den Schwanz. Wuhu. Nur, dass wir diesmal nicht jedes Mal, wenn wir an dem Schwanz ziehen, eine Cutscene zu sehen bekommen, wie Valu oben zappelt. Wie Valu sich beschwert. Eigentlich schade. Bam! Treffer Nummer 2. Knack. Noch einer, dann bist du seine Rüstung los, dann kannst du ihn wieder direkt angreifen. Ja. Nur, dass der Kampf diesmal dann etwas kürzer sein wird, weil ich ein verbessertes Master-Schwert habe, das eben mehr Schaden macht. Ja. Unerheblich kürzer. Hallo, Kollege. Danke. Irgendwie hat man da gerade nicht viel gesehen. Ja, irgendwie nicht. So, und der letzte Schwung. Eine sehr, sehr komische Kameraeinstellung. Ui. Ja, das jetzt... Wupp. Ich bin nicht oben drauf gelandet. Wäre jetzt in der zweiten Kampfphase ist es nicht so gut, oben drauf zu landen. So, und damit ist er sein Panzer mal wieder los. Ja, wurde ja auch Zeit. Oder so ähnlich. Wagel, wagel. Wagel, wagel, genau. Ja. Ach, hat es noch gar nicht zum Boden gedreht. Nee, der guckt in die genau andere Richtung. Oh, komm her mit deinem Auge. Ja, bam! Ah, du kannst übrigens mal die Maske ausrüsten, wo ich gerade so dran denke. Ach ja, stimmt. Die haben wir ja noch. Ja, die haben wir noch. Die haben uns sogar die ganzen anderen Lieder abgenommen. Den Heldentalisman. Das ist sinnlos. Na egal. Also, wir sehen, na, noch ein Schlag, dann sollte erledigt sein. Bam, bam! Gut zu wissen, dass der Greifhaken auch Schaden macht. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, aber nett. Man hat ja gesehen, dass wir schon erheblich schneller den Gegner umgebracht haben. Ja, jetzt müssen wir wieder... Mit den paar Schlägen, die wir gemacht haben. Wenn wir jetzt noch Omas Suppe getrunken hätten, wäre der so schnell kaputt gegangen, dass ich das mal gar nicht gesehen. Das ist schade. Jetzt müssen wir uns wieder mit dieser hässlichen Maske abfinden auf unserem Gesicht. Naja, egal. Wenn wir für das restliche Spiel schon irgendwie überleben. Guck dir das an. Wie viel der noch an Energie übrig hatte, trotz unserem Sprungangriff. Die Hälfte. Ja. Etwas runter. Jetzt sind mir wieder alle Items abgewählt. Das ist echt nervig. Kannst du doch wieder anwählen, wenn du drin bist. Dann musst du es nicht wieder anwählen. So, der nächste Boss. Im Wald-Dungeon hier drin. Warum habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir das Dekoblatt benutzen müssen? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht, weil wir diese Konstruktion hier schon tausendmal gesehen haben. Nein. Niemals, ich weiß. Ja, und jetzt mit dem Dekoblatt einmal rückwärts, genau, paddeln. Wusch. Ja, anscheinend müssen wir da vorne auf den Ast weiter. Hüpf. Das ist knapp. Aber es funktioniert. So, und jetzt muss er da vorne irgendwie das Ding zu dir rüber wehen. Ja, das sollte getroffen haben. Dann kommt uns die andere Plattform entgegen. Spring! Spring! Zu spät. Nee, ich warte, bis er da ist. Bist du zumindest sicher? Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, aber sicher. So, und ja. Dann paddeln wir wieder zurück. Hua! In die Richtung der nächsten komischen Baumstammplattform. Aha, warten, bis er einmal hochfährt. Und rüber. Ja, wunderbar. Jetzt gehst du auf die linke rüber, logischerweise. Ich wünschte, ich könnte irgendwas machen. Da war es ja richtig schön vorsichtig da vorne.
Ja. Er ist irgendwie in einem erheblich anderen Winkel gesprungen, als ich das jetzt erwartet hatte. Ist genau gerade ausgesprungen. Ja, ne? Also nochmal. Wieder auf die erste Plattform. Ich wünschte, ich könnte dir einfach einen Tingelballon geben hierfür. Dürftest du wahrscheinlich gar nicht, selbst wenn du da wärst. Wusch, wusch. Schätze ich mal. Wutschneede, Wutschnee. So, wieder auf den Stamm hier vorne drauf. Wunderbar. Jetzt musst du wieder. Hast du ihn erwischt? Ja. Hast ihn sogar erwischt. So, jetzt müssen wir auf das Ding warten. Jetzt schaffst du da doch gar nicht dahin zu springen. So, da ist er. Und. Achtung, jetzt. Hua! Mit dem Dekoblatt. So, jetzt müssen wir wieder den Gegenwind machen. Perfekt. So, und jetzt vorsichtig. Aha, aha. Das wird gefährlich. Ja, schaff's aber. Und ja, ne, jetzt vorsichtig. Genau. Guck in die richtige Richtung. Ja, ja, ja. So. So, jetzt warten, bis er oben ist und dann abspringen. Und jetzt noch mit dem Dekoblatt einmal rüberfliegen. Das ist ja jetzt nicht mehr die Herausforderung. Außer du fliegst in einen von den Mistkerlen nach vorne rein. Und runter. Wunderbar. Geschafft. Oh, mach nur eben die Typen und die Nüsse kaputt, weil deine Magie ist sehr niedrig. Aha, aha. Da haben wir natürlich Magie drin. Was soll auch sonst großartig drin sein? Der geht. Feen. Nee, zu einfach. Und volle Magie, jawohl. Und volle Magie, volle Herzen und hinein zu dem Boss, der das letzte Mal irgendwie schon in einer einzigen Runde gestorben ist oder so. Ja, dieses Mal sollte es noch ein bisschen einfacher werden, habe ich so das Gefühl. Ja. Dieses Mal aber sogar noch unsere schöne Maske dabei, um zu sehen, wie schnell wir ihn erledigen. Ring, anvisieren. Bam, bam, bam. Anvisieren. Bam, 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 bam. Und nochmal. Das haben wir. Teile nicht anvisiert gehabt. Ja, die waren aber gerade von seinen Tentakeln bedeckt. Bam, 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 und er ist unten. Schnell auf ihn. Kann sein, dass er diesmal überhaupt nicht angegriffen hat? Ja. Warum wurde ich umgedreht? Weil die Kamera sich gedreht hat und du dann in die andere Richtung gelaufen bist. Tja, damit hast du gerade zu viel Zeit verschwendet. Hui. Okay, das erste Drittel haben wir ihm abgezogen und er macht einen Elektroangriff. Bam, bam. Da hatte ich sogar getroffen und Schaden gemacht. Bam, 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 bam. Erste 5, so. Ja, ich glaube, es ist schaffbar. Oh, ne, da sind glaube ich nur welche Fallen. Da sind noch welche Fallen an der Seite gewesen. Zwei Stück oder so. Ja, drei sogar. Ja. Kennt man sich schlecht in dem Schwarz-Weiß. So, jetzt auf ihn. Gott, hat sich schon wieder gedreht. Bam, erledigt. So, so, meine Güte, das war Boss Nummer 2. Wenn ich das Spiel nicht zweimal einfach umgedreht hätte, wäre das nicht passiert. Doch. Du hättest ihn trotzdem nicht einfach in einer Runde erledigt. Glaub mir. Ohne Suppe schafft man das, glaube ich, nicht. Ich meine, der spuckt dich automatisch aus. So, ja, die Blume besiegt. Weiter geht's zur Nummer 3. Der da. Ja, der da. Guck dir die schöne Energieleiste an. Bam! Guck dir an, wie schön die Energieleiste gesunken ist. Wir lassen ihn leben, heute. Ja. Lohnt sich sowieso nicht. So, und... Ah ja, Remordsgebiet. Ein langer, gerader Gang. Lauf! Jawoll! Wir nehmen ganz viel Schaden, aber was soll's? Es geht, glaube ich, schneller! Renn weiter. Lass sie. Renn weiter. Verschwenden wir keine Zeit mit den Viechern. Da vorne ist ein Schalter, den musst du drücken. Nein. Ich muss mit dem Lichtschalter und mit dem Licht muss ich einen schwarzen Schleim einfrieren und da draufstellen. Ach so. Ich muss nur erst den schwarzen Schleim finden. Spoilers. Ja, da ist ein schwarzer Schleim. Ja. Und ein Geist. Und ein Geist. Pling. Ah, eingesteint ist er schon mal, aber ich glaube, die werden wieder entsteint, wenn du zu lange brauchst, oder? Ja. Mystische Geistviecher. So, jetzt hat sich da vorne nämlich eine Treppe für uns gebildet. Genau so sieht's aus. Und diese Treppe können wir jetzt hoch. Kannst du die magische Barriere aktivieren? Autsch. Dann nicht. Und ja, ja, ja. Wir haben es aber geschafft, so gerade eben. Hat uns die Treppe mit nach oben katapultiert. Ja. Muss ich auch nochmal einmal durchrollen. Hier vorne ist natürlich auch wieder Licht, da hinten war wieder ein Schalter. Das Prinzip sollte einem zwischen etwas. Wo ist ein schwarzer Schleim? Da ist ein schwarzer Schleim. Ganz viele schwarze Schleime. Suchen wir den da ganz hinten zu treffen. Plink. So. Wenn das jetzt nicht mehr schon zu viel Zeit gekostet hat. Ja, vielleicht werden wir was sehen. Okay, draufstellen und los geht's. Es wird verdammt knapp. Ich
wünschte, ich könnte dir einen Tingle-Speed geben. Ja. Ich wünschte, ich könnte überhaupt irgendwas machen. Moment, bitte. Ich wette, da wird jetzt Moment bitte für... Dieses Drecksspiel! Ernsthaft! Meine Items sind weg. Das haben wir doch absichtlich gemacht. Oh, brauche ich nicht. Ja, ne? So. Bombe. Bumerang. Bumerang. Sprengung. Kopf zerstören. Ja, jetzt aber. Und dann das Ganze nochmal. Aha. So, ganz dahin habe ich irgendwo einen. Da, Versteinerung, den da. Das war, glaube ich, der, der vorher auch schon auf dem Schalter stand. Ja, der ist einen ganz schönen Weg gekommen. Ja, ja, das schaffst du nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Ja, du hast noch daneben gestellt. Ja, mach dir nichts, frisch halt nochmal neu ein. Ja, ne? Also, nächster Versuch. Mhm, aha, wunderbar, wunderbar. Ja. Bin nicht ganz sicher, ob ich da hinten einen getroffen habe. Ich glaube schon. Mein Gott. Ja, doch, hab ich. Ja, hast aber schon zu lange gebraucht, das schaffst du nicht mehr. Lalalala. Ist doch Freizeit, Freizeit. Oh, doch, geschafft. Okay, und die nächste Boss-Tür. Ach, wer könnte nur der Boss hier drin sein? Wir haben keine Ahnung. Wer könnte es sein? Haben wir auch noch nie gegen gekämpft gegen diesen Boss. Schwer zu erraten. Ich glaube, das ist der einzige Boss, gegen den ich keine Items brauche. Boss hat ja ein Schild. Den haben wir sogar schon mal mit Energieleiste gesehen, den Boss. Wisst ihr was? Diesmal kannst du auch die Wirbelattacke ordentlich benutzen, um alle sofort zu töten, wenn du es schaffst. So. Gegen die Wand und Wirbelattacke. Und los! Naja, leider setzen sie sich zusammen, wenn man so und so viel erledigt hat. Glaube ich. Ich glaube, bei genau 5 sind. Nicht wieder so ein Fiasko wie im ersten Kampf gegen den Boss. Wo der einen überlebt hat, ja. Ja, und dann nochmal überlebt hat. Roll lang, roll! Roll um dein Lang! Was? Ah, hast du ihn? Und sichtbar. Wunderbar. Kraftarmband, Einsatz! Ewigkeiten drehen. Und aufgeladen! Nächste. Ah, Mist, wir haben zu lange gebraucht. Ja, nächste, jawohl. Und er setzt sich wieder zusammen. Ja. Fünf Stück noch. 15. Am Anfang. Das klingt doch schaffbar. Fällt ein Herz herab. Da war übrigens der Lichtstrahl. Ja, der ändert sich normalerweise, wenn man Arsch. Ich bin irgendwie reingerollt. Der ändert sich normalerweise nach seinen Attacken, weil deshalb bin ich nicht rein in den Lichtschein. Hättest du aber sogar geschafft. So, und da ist er wieder sichtbar. Ein letztes Mal hoffentlich. In die Wand. Und bam! Schwert aufladen. Und los. 1, 2, 3, 4. Ein letzter. Mach einen Sprungangriff. Bam! Jawohl. So, alle erwischt. Und in 3 Phasen geschafft. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir dann den letzten Boss, der noch vor uns liegt. Und dann geht's durch diese Tür hinein. Und ich hoffe, dann darf ich mit Tingle nochmal was tun, bevor es zu Ende geht. Wer weiß. Bis dahin, ciao. Aloha.